Mit 66 Jahren ziert Desiree Nick das Cover des Playboy und setzt damit ein Zeichen, dass Alter nur eine Zahl ist. Die selbstbewusste Künstlerin mit der spitzen Zunge setzt ihren Kampf gegen Altersdiskriminierung außerdem in einem Buch fort. Erst kürzlich ist ihr neues Werk Alte weiße Frau, warum Falten kein Makel im Lebenslauf sind, das Buch gegen Altersdiskriminierung veröffentlicht worden. In dem Buch für Menschen über 40 schreibt sie über alltägliche Altersdiskriminierung und zeigt auf, wie man sich dagegen zur Wehr setzen kann. Bunte.de trifft die 66-Jährige im Rahmen des alljährlichen Wiesenbummels von Kathi Hummels und spricht mit der TV-Bekanntheit über das Älterwerden. Ich möchte, dass Frauen die Angst vorm Älterwerden verlieren, denn alt zu werden, das ist kein Makel, sondern ein Gewinn. Die einzige Alternative lautet, jung zu sterben. Und das wünsche ich keinem. Desiree Nick fügt außerdem hinzu: Man mag über Alter reden, aber Erotik, Attraktivität und Femininität ist keinem Alter unterworfen und eine völlig zeitlose Angelegenheit. Es ist Zeitlosigkeit. Deshalb waren wir auch in dem alten Palazzo, weil ich voraussetzen wollte, dass man Dinge abbildet, die unvergänglich sind, eben zeitlos. Und ich bin ein zeitloser Typ. Und das alles hat dieses Shooting zu einem sehr harmonischen Paket gemacht. Und dazu noch mein Buch. Also ich bin überglücklich, dass es auch so dankbar aufgenommen wird. Denn neuerdings kaufen sehr viele Frauen den Playboy.